Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Englisch ist eine wesentlich coolere Sprache als Deutsch. Kleines Beispiel gefällig. Woche um Woche scharen sich massenhaft gelbgesichtige und wahrscheinlich nicht ganz real existierende Personen, aber keine Sorge, die Geschichte hat einen Sinn, ich komme gleich drauf, vor ihren Fernsehbildschirmen, um sich die neue Folge einer großartigen Fernsehserie anzuschauen, nämlich der Itchy and Scratchy Show. Klingt das nicht cool? Wahrscheinlich nur so lange, bis ich sie die Yuki und Kratzi-Sendung nenne. Plötzlich ist der Coolness-Faktor mehr oder weniger deutlich abgesunken. Und das, obwohl ganz offensichtlich aktuell ein Live-Action-Remake der Yuki und Kratzi-Sendung inszeniert wird, nämlich mitten in meinem Hals. Das nur als kleine Warnung dafür, falls ich im Laufe von diesem Sammlungsupdate gelegentlich klingen sollte, als würde man ein altes Schmirgelpapier über ein Grammophon abspielen und das dann übers Telefon übertragen. Ich kann quasi nichts dafür. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum ich für meine lieben Kanalmitglieder das Making-of von diesem Sammlungsupdate nicht live übertragen habe, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, erstens, ob ich es überhaupt bis zum Ende schaffe, beziehungsweise wie viele Teepausen ich dazwischen brauche. Aber glücklicherweise gibt es in diesem Fall von diesem Sammlungsupdate eine große Hilfe für mich, nämlich den Kollegen Mr. Clickbait. Der hat nämlich quasi dafür gesorgt, dass dieses Sammlungsupdate auf der einen Seite wahnsinnig pompös aussieht, auf der anderen Seite aber dann doch deutlich kürzer ist. Wer meinen Kanal nämlich seit längerer Zeit schon verfolgt hat, der weiß, dass hier in der rechten Hälfte von dem Bild eine Menge an Dingen stehen, die ich euch bereits gezeigt habe, die wir uns auch im Sammlungsupdate bzw. im Sammelsurium bereits ausführlich angeschaut haben. Dabei handelt es sich jetzt nur um die Neulieferungen und Austauschexemplare von Amazon.com, die ich bekommen habe, weil die ersten Lieferungen im Papiersackerl verschickt wurden und dementsprechend kaputt angekommen sind. Was für eine idiotische Aktion noch einmal. Aber ich dachte mir, ich zeige das dann auch einmal in 4K noch einmal im Detail her, damit wir uns ein Bild davon machen können, um wie viel einige von diesen Dingen besser ausgeschaut haben und andere vielleicht nicht zwangsläufig. Dazu war ich wieder mal karitativ einkaufen bei der Carla, beziehungsweise habe von Play on Pictures meine Rezensionsmuster für den Monat April 2023 bekommen. Aber bevor wir damit starten, möchte ich mich natürlich an dieser Stelle auch bei einigen Leuten ganz besonders bedanken. Ich habe es hier mehr oder weniger kurz bereits erwähnt, vorher als diejenigen, die mehr oder weniger ihren standesgemäßen Bonus dieses Mal nicht bekommen haben. Sorry, aber ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Meine lieben Kanalmitglieder, und da gibt's im Laufe der letzten Woche etwas ganz Besonderes zu vermelden. Nein, nicht direkt einen Zuwachs in der Kanalmitgliedschaftsfamilie, sondern eher einen Zuwachs im Inner Circle der Kanalmitgliedschaftsfamilie. Denn mein ganz lieber Zuschauer Aston Martin hat seine Kanalmitgliedschaft tatsächlich upgegradet vom gelegentlichen Shoutout im Sammlungsupdate, dass man gelegentlich auch manchmal vergessen kann, bis hin zum persönlichen monatlichen Wunsch-Quickie. Und da bin ich auf jeden Fall einmal schon gespannt, was er sich für den April bzw. Mai rausgesucht hat an Wunsch-Quickie-Titel. Da muss ich dazu sagen, dass ich ihn schon gefragt habe und er mir gesagt hat, dass wahrscheinlich nächste Woche bei mir ein Mystery-Paketchen aufschlagen wird, wo dann eben auch sein erster Wunsch-Quickie-Titel drinnen ist, beziehungsweise ich erfahre, was es ist. Also noch weiß ich es nicht, ich darf sehr, sehr gespannt sein. Außerdem, wo wir gerade beim Thema Wunsch-Quickie sind, auch ganz liebe Grüße an mein Kanalmitglied Hartwig Stolzlechner, der ebenfalls sich einmal pro Monat ein Wunsch-Quickie aussuchen kann. Das war ja im April der Film Todesmarsch der Besten, wo das Review gestern hier auf meinem Kanal veröffentlicht wurde. Und für den Mai weiß ich bereits, dass ich mir den Film Der Tod trug schwarzes Leder, genau, den klassischen Kinderbordell-Giallo, yikes, aber ein unglaublich spannender und großartiger Film anschauen darf, dazu dann natürlich separat mehr im Review. Die Juni-Titel hat er mir auch schon zur Auswahl gestellt, da ist allerdings die Entscheidung noch nicht 100% gefallen. Aber kommen wir, apropos Wunsch-Quickie, mal ganz kurz zu Patreon, zu meinem allerersten Patreon-Supporter ever, nämlich zu André L., wo wir im März 2023 das dreijährige gemeinsame Patreon-Jubiläum gefeiert haben. Da
habe ich bereits fertiggestellt sein Februar-Wunsch-Quickie zu der koreanischen Serie Crash Landing on You. Das sollte dann nächste Woche im Laufe der Woche erscheinen. Aber ich habe für den Mai noch keinen Wunsch-Quickie-Titel von ihm genannt bekommen. Der sollte ebenfalls in Form von einem Mystery-Paketchen landen. Das heißt, ich kann an der Stelle schon mal sagen, dass vom lieben Martin und vom lieben André in der nächsten Woche bis nächsten 2 Wochen wahrscheinlich 2 Mystery-Pakete ankommen. Ich freue mich riesig drauf. Vielen, vielen Dank. Außerdem noch ein Shoutout an Martin Kalis, den Administrator der Facebook-Gruppe Stars and Me, der eine großartige Gruppe und Community leitet, wo man sich austauschen kann mit Fotos von sich, mit berühmten Persönlichkeiten. Coole, coole Sache. Der allerdings auch mich hier unterstützt, genauso wie Kevin Zindler, der ja einerseits als Podcaster beim Cine Entertainment Talk Podcast mit dabei ist, der über den Wuzi Verlag filmrelevante Bücher veröffentlicht. Da kommt in Bälde das von Art of Horror Chefredakteur Matthias Bogner geschriebene Buch mit den 100 blutigsten Horrorfilmen aller Zeiten, Klammer Volume 1, Klammer zu. Beziehungsweise apropos Art of Horror, da schreibt der liebe Kevin ja auch mit. Und auch ich bin da mit dabei. Im Team des Art of Horror Magazins als Lektor, bin bereits auf Hochtouren an der Arbeit an der 14. Ausgabe, wo ich auf jeden Fall schon einmal jetzt sagen kann, dass da einige großartige Sachen dabei sind, beispielsweise die komplette Filmografie beziehungsweise eine Biografie in Zusammenfassung von Lucio Fulci. Absolut großartig, absolut empfehlenswert. Aber jetzt würde ich sagen, wir starten gleich einmal mit dem heutigen, wie gesagt, überraschend kurzen Sammlungsupdate, aber ich möchte an der Stelle gleich einmal die nächsten Titel für den Blu-ray-Check hier herzeigen. Nämlich habe ich auf der einen Seite von Play on Pictures den mehr oder weniger Tremors 23 Verschnitt Crawlers bekommen mit einem wundervoll gezeichneten Cover-Artwork. Außerdem den wirklich genialen Polit-Thriller Prison 77 mit einem der Hauptdarsteller, nämlich dem Rio aus Haus des Geldes, der auch bei Elite mitgespielt hat. Miguel Herrán dazu. Brauche ich dann aber eine andere Herangehensweise. Entschuldigung, weil es jetzt nicht so der klassische Zocki-Film ist, wo ich meine Witzchen machen kann. Da wird es dann ein bisschen sachlicher. Jo, genau. Freue mich aber auf jeden Fall schon sehr drauf, euch diese beiden Filme vorzustellen. Und ganz besonders freue ich mich drauf, wenn ich euch dieses absolute Meisterstück zeigen darf, nämlich die 4K UHD-Box hier von Ennio Morricone, der Maestro. Beziehungsweise auch mit dabei diese limitierten Postkärtchen, die man ja als einer der Vorbesteller beziehungsweise ersten 100 Besteller im Play on Pictures Shop direkt bekommt. Aber das sind eben die Titel, die ich für die nächste Woche grundsätzlich eingeplant habe. Da muss ich auf jeden Fall, obwohl ich alle 3 Filme bereits gesehen habe, jetzt dann einmal die Reviews vorbereiten, Screenshots machen und so weiter und so fort. Aber jetzt würde ich dann einmal ganz gerne hier zu den, ich will nicht ganz Neuankömmlingen, aber so quasi Wiederankömmlingen sagen, kommen, denn da können wir jetzt ein bisschen drauf eingehen, was diese Editionen von den ersten Lieferungen unterscheidet. Ihr könnt ja, wenn ihr wirklich Interesse dran habt, euch das Sammlungsupdate, ich glaube von vor 2 und vor 3 Wochen noch einmal näher anschauen, wo ich diese Editionen dann alle im Detail hier gezeigt habe. Aber bei dieser Wahnsinnsbox mit den Incredibly Strange Films of Ray Dennis Steckler, und ja, wir haben rausgefunden, dass die der Bezeichnung Incredibly Strange Films definitiv allen Ehren machen, alleine mit Titeln wie Red Pfink Abubu. Gott, den muss ich mir so dringend anschauen. Aber da hatte ich bei meiner Erstlieferung eben hier unten eine fette Delle, weil eben die Edition in einem Plastiksackerl verschickt worden ist und natürlich irgendwo aufgeklatscht ist. Glücklicherweise ist die Neulieferung in einer Kiste gekommen und war demnach unbeschädigt. Außerdem war das am stärksten beschädigte Steelbook das von Battle Beyond the Stars. Das hatte nämlich ganz besonders ärgerlich auf dem Backcover einen riesigen fetten Dell hier auf der linken Seite, der ja wirklich absolut unerträglich ist, noch ein paar andere Dells dazu, aber da wird euch jetzt wahrscheinlich wundern, warum ich dasselbe Steelbook noch einmal herzeige. Für diejenigen, die sich das live mehr oder weniger als Unboxing anschauen wollen, ich habe im Laufe der letzten Woche einmal ein Mystery Unboxing Video gemacht, wo ich eben die Neulieferungen von Amazon.com ausgepackt und dann verglichen habe mit den alten Boxen, wo ich auch jeweils meine Gründe dann dazu gesagt, warum ich mir diese oder jene Version behalte. Da hatte nämlich die Neulieferung zwar Verzeihung, nicht so eine große Delle, dafür aber den ein oder anderen Kratzer, unter anderem hier auf dem Frontcover und auf dem Spine. Nein!
Weswegen ich tatsächlich, obwohl mich diese Delle auf dem Backcover wirklich gestört hat, dazu entschieden habe, dass trotzdem diese Version die ist, die für meine Sammlung etwas besser geeignet ist. Ein großes Upgrade habe ich dankenswerterweise bei dem Film Air Force One erlebt. Das war ja der neben Battle Beyond the Stars mit am meisten gelitten hat und am meisten beschädigt war. Da hatte ich glaube, 7 riesengroße Dellen auf dem Backcover. Und was das betrifft, ist die Neulieferung jetzt glücklicherweise unbeschädigt. Dafür sieht man hier einen kleinen Kratzer in der Nähe der 27. Das ist aber auch das Einzige, was es bei diesem Steelbook zu bemängeln gibt, weswegen das jetzt dann natürlich in der Sammlung bleiben darf. Kommen wir zu den Steelbooks von Shout Factory. Da habe ich dann bei dem Steelbook von Army of Darkness dankenswerterweise jetzt eines bekommen, das keine Delle hat. Glücklicherweise eben auch ein wunderschönes Cover. Holy freaking hell, Devon Whitehead ist einfach genial. Das musste auf jeden Fall in die Sammlung, obwohl ich von Army of Darkness wahrscheinlich schon mittlerweile 10 verschiedene Versionen habe. Und es ist mir wurscht, ich kaufe die nächsten 10 auch wieder, sofern sie so genial ausschauen. Dann habe ich auch bei den John Carpenter Neuauflagen nicht Nein sagen können. Auch hier leider nicht ganz perfekt mit leichten Kratzern, beziehungsweise sind das ja in dem Fall keine Versand- beziehungsweise Lagerschäden, sondern doch eher Versandgeschichten. Wobei ich trotzdem dazu sagen muss, dass viele von diesen Steelbooks so wie sie verpackt waren, nämlich eben diejenigen, die meisten, die in der großen Kiste gekommen sind, eigentlich keinen Versandschaden davon tragen hätten dürfen, weswegen ich der Meinung bin, dass es da auch tatsächlich welche wie eben Battle Beyond the Stars geben muss, die bereits im Lager beschädigt waren. Und nachdem ich bei Battle Beyond the Stars ja bereits vor Monaten auch über Diabolic DVD eine beschädigte Version bekommen habe, dann ist das für mich eigentlich ein relativ eindeutiger Indikator dafür, dass da bereits bei der Produktion bzw. bei der Auslieferung direkt seitens Shout Factory oder Scream Factory, ich habe wirklich keine Ahnung, falls sich da jemand auskennt, schreibt's mir in die Kommentare bitte, was der Unterschied zwischen Scream und Shout Factory ist. Ich komme da jedes Mal durcheinander. Wir kommen zum nächsten Titel, nämlich dem von The Fog. Hier habe ich ebenfalls die damals zuerst gelieferte Version mit dieser kleinen Delle auf dem Frontcover behalten, weil die Neulieferung, das habe ich sogar tatsächlich vergessen, obwohl ich das Mystery Unboxing, ich glaube, erst gestern oder so gemacht habe, was da jetzt konkret der Unterschied war. Wir werden es aber gleich wissen. Was war da? Ach ja, genau, weil bei einigen Titeln, das ist nämlich bei der Neulieferung leider bei den Sachen, die wieder im Plastiksackel geliefert wurden, passiert, dass die offensichtlich auf die Kanten gefallen sind und dann hier diese Dellen gehabt haben. Und da hatte das The Fog Steelbook nämlich sogar mehrere davon, weswegen ich mich dann dazu entschlossen habe, weil man die natürlich schon irgendwie auch ein bisschen deutlicher, vor allem da bei den Kanten sieht, als diese eine Delle, die ja, wenn man es nicht gerade gegen das Licht haltet, tatsächlich ein bisschen im Design untergeht. Da ist es natürlich eben schade, dass es Amazon jetzt durch seine miserable Verpackung mehr oder weniger geschafft hat, 2 von diesen Exemplaren kaputt zu machen. Was ich allerdings im Gegensatz zu den anderen Sachen in der gesamten Lieferung nicht noch einmal bekommen habe und jetzt wirklich nur der Vollständigkeit halber noch einmal hergezeigt habe, ist das Steelbook von Coraline, das hier eben beispielsweise auch deutliche Kratzer hier oben vor allem beim Titelschriftzug aufweist. Auch das etwas, wo ich der Meinung bin, na, das muss eigentlich nicht sein. Wie gesagt, es war in dem Fall für mich einfach eine quasi Frust- und auch Grandentscheidung, das einfach alles austauschen zu lassen. In erster Linie deswegen, weil ich wirklich angepisst war, dass das Ganze in Papiersackeln aus Amerika verschickt wird. Normalerweise bin ich da, vor allem wenn ich international irgendwas bestelle, gar nicht einmal so haklich, wenn irgendwo ganz kleine Minimal-Delis oder sowas sind, weil ich einfach weiß, dass durch den weiten Versandweg das einfach passieren kann. Aber wenn so, wie es in diesem Fall war, von Seiten Amazon einfach fahrlässig gehandelt wird, dann sehe ich da auch wirklich keinen Grund zur Gnade meinerseits. Aber im Fall von Coraline gab es keine Austauschmöglichkeit, leider, weil das Steelbook ausverkauft ist. Deswegen hatte ich da mein komplettes Geld zurückbekommen, ergo ein Gratis-Steelbook in der Hand und dafür kann man es schon nehmen. Bei den anderen Leica Steelbooks waren es jetzt dann auch in erster Linie die kleineren Dellen, die immer wieder so ein kleines Abwiegen waren. Auch hier waren es bei den alten Steelbooks mehr oder weniger immer so die kleinen Druckstellen und Dellen, weil
Papiersackel, aber bei den neuen Sachen waren es dann gerne einmal eben die eingeteilten Ecken, weil, und ihr könnt es an der Stelle wahrscheinlich schon mitsprechen, Plastik oder Papiersackel, beziehungsweise waren da, ja, zum Beispiel bei den Boxstrolls, da habe ich echt lang suchen müssen, bis ich diese Delle wiedergefunden habe. Das ist fast so, als hätte der Kerl einen Schmiss. Aber da habe ich tatsächlich die meisten auch in dieser größeren Kiste bekommen. Aber obwohl die in der Kiste waren, waren sie teilweise nicht perfekt, weil offensichtlich eben auch Scanner, wo bei der Produktion von den Steelbooks jetzt nicht mehr ganz so vorsichtig ist. Und ich hier zum Beispiel auf dem Backcover bei den meisten von diesen Steelbooks doch irgendwelche Kratzer hatte, obwohl hier allerdings diese Karte drüber gelegen hat, also ganz offensichtlich, dass kein Versandschaden ist, sondern eben bereits bei der Produktion entstanden ist. Dazu dann eben last but not least der Film Kubo and the Two Strings. Auch hier waren es nur marginale Unterschiede und ich musste wirklich hart überlegen, welche von den beiden Fassungen dann in der Sammlung bleibt. Und am Ende, das Wildeste, das ich tatsächlich gemacht habe bei der Neulieferung, das war bei Ultraman Ultraman Lecco Mio? Okay, nein, Ultraman Leo heißt das Ganze. Da habe ich mich nämlich für eine Bastelfassung entschieden, weil mehr oder weniger bei der Erstlieferung war das Steelbook ein bisschen verdellt. Dafür hatte bei der Zweitlieferung dann der Schuber hier hinten eine Letten und ein paar von den Discs, was ich stichprobenartig überprüft habe, so wie die Post immer, habe ich mir eben eine, also perfekt ist es natürlich nicht, aber bessere Version zusammengebastelt und quasi das neue Steelbook mit dem alten Schuber und den alten Discs, bla bla. Damit bin ich jetzt dann allerdings relativ zufrieden. Für diejenigen, die sich jetzt allerdings wundern, wie mies dieser Schuber ausschaut, keine Sorge, das ist ein PET-Plastikschuber, der allerdings mit einer zusätzlichen PET-Folie geschützt ist. Man sieht den Übergang da, damit eben beim Versand keinerlei Kratzer kommen. Das heißt, diese Folie könnte man einfach abziehen, dann würde alles so glänzen und glitzern wie der Teil hier auf der linken Seite, aber nachdem ich das Ganze eben geschützt halten möchte, werde ich das nicht machen. Damit kommen wir zum eigentlich dritten und letzten auch schon großen Kapitel vom Sammlungsupdate diese Woche, denn ich war auch in der vergangenen Woche wieder karitativ DVDs einkaufen und habe mir zu günstigen Preisen, ich glaube das ganze Lot, das jetzt hier vor euch steht, hat mich 19 Euro gekostet insgesamt. Dabei waren aber die 24 Staffeln mit jeweils 4 Euro bereits eigentlich extrem teuer und maßgeblich an dem Gesamtpreis beteiligt. Aber ich habe mir eben gedacht, man gönnt sich ja sonst nichts. Vor allem habe ich dieses Mal ein bisschen was zum Lachen eingepackt. Da schauen wir uns aber jetzt im Sammlungsupdate dann wirklich nur die beiden 24 Staffeln wirklich ausführlich und im Detail an, beziehungsweise dann ausgekoppelt auch im Sammelsurium-Clip, weil ganz ehrlich, zu diesen Teilen fällt mir auch nicht so viel zum Reden ein. Das ist nämlich die klassische Kurier-Edition Best of Cabaret, die ja, ich glaube, mittlerweile sogar schon auf über 200 Titel angewachsen ist, hier im quasi besten, ich glaube, große Hardbox-Look. Nein, sie sind tatsächlich ein kleines bisschen weniger hoch als eine klassische große Hardbox und sind das, was mir persönlich so am meisten auf die Nerven geht, weil diese ganzen österreichischen VÖs sind einfach, was ihr Format betrifft, dermaßen inkompatibel mit einem normalen DVD-Regal, dass es irgendwie fast schon kaffreit ist. Aber hier eben das klassische Schlabberett mit den großartigen Alfred Dorfer und Roland Thüringer, das hat mich auf jeden Fall schon einmal sehr gefreut, wie ich das gesehen habe, und ich habe sogar auch zugeschlagen bei den Kabarettprogramme von Maschek, die ich mir jetzt normalerweise, also wenn sie live auftreten, nicht unbedingt anschaue, weil das sind diejenigen, die so quasi Fernsehausschnitte kommentieren. Dabei würde ich sagen, ganz witzig sind, aber live muss ich es nicht haben. Aber natürlich, wenn man um 1,20 Euro dann eines von den Programmen auf DVD bekommt, dann freut man sich, sagt nicht nein, weil wie gesagt, witzig ist das Ganze ja natürlich eh schon. Da übrigens diese tollen Übersichten über die gesamten Staffeln, ja, da geht es dann schon bis Nummer 166.
da sind dann schon einige Titel erschienen, aber ich glaube, wie gesagt, mittlerweile sind es noch deutlich mehr. Und das finde ich aber natürlich dann eben auch cool, dass Hoanzl dann eben über Zeit so ziemlich alle von diesen Kabarettprogrammen, die sie jemals irgendwann einmal veröffentlicht haben, dann auch in diese Edition holen, damit man das Ganze eben einheitlich im Regal haben kann. Also eigentlich müsste ich als jemand, der seine Dinge gerne einheitlich sortiert im Regal stehen hat, mich extrem freuen über solch eine Reihe. Tue ich tatsächlich auch, wenn sie jetzt formattechnisch nicht ganz so unpraktisch wäre, würde ich das noch mehr, wobei am Ende des Tages braucht man halt einfach bei seinen klassischen Ikea-Billy-Regalen einfach die standardmäßig entstehenden oberen bzw. unteren Regale, die ja ein bisschen höher sind, die dann geeignet sind für die Videokassetten, Hardboxen bzw. eben diese Sachen. Also eigentlich jammere ich gerade komplett umsonst. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Auf jeden Fall schauen wir uns jetzt dann einmal einen der großen Kultfilme an, den ich tatsächlich allerdings noch nie, ich glaube zumindest bewusst gesehen habe, vielleicht irgendwann einmal im Fernsehen drüber gesappt, aber Whoopi Goldbergs Sister Act. Das ist übrigens ein Film von Regisseur Emil Ardolino, der neben diesem Film beispielsweise auch den Klassiker Dirty Dancing mit Patrick Swayze gedreht hat, der allerdings ansonsten insgesamt nur 10 Regiearbeiten vorzuweisen hat laut OFDB. Darunter kamen dann Sachen wie A Midsummer Night's Dream 1982. Ich kenne eigentlich nichts davon. Ein himmlischer Liebhaber, 3 Männer und eine kleine Lady. Das klingt auch nach einem Video, das man sich nicht auf YouTube anschauen sollte. Und dann kamen noch 1993 Bette Midler's Gypsy bzw. Der Nussknacker und danach dann gar nichts mehr. Wahrscheinlich lag das auch daran, dass Ardolino bereits im Alter von nur 50 Jahren, nämlich im Jahr 1993, an AIDS verstorben ist. Das hat wahrscheinlich seiner Karriere so einen kleinen Dämpfer verpasst. Aber Sister Act, eben ein Film, der damals über Buena Vista bereits 1992 in den deutschen Kinos auch angelaufen ist, der dann jeweils mit einer FSK-Freigabe ab 6 Jahren auf Videokassette und auch auf DVD veröffentlicht wurde. Es gibt dann natürlich auch eine grässliche Neuauflage mit dem fetten FSK-Flatschen vorne drauf. Es gibt sogar auch eine deutsche Blu-ray davon, die natürlich qualitativ zu bevorzugen wäre, die ich allerdings womöglich dann auch nicht um 1,20 Euro irgendwo bekommen würde. Was ich aber ganz wild finde, ist, dass die Blu-ray eben dasselbe Cover-Artwork bietet wie auch diese DVD, weil das ist auch dasselbe Artwork, das wir damals auf Video bzw. auf dem Kinoplakat hatten. Das Einzige, was sich da zwischen den verschiedenen Fassungen immer wieder unterscheidet, ist die Tatsache, in welcher Farbe die Namen bzw. Titel geschrieben sind bzw. ob Whoopis Name hier komplett ausgeschrieben wird oder nicht. Aber wo wir gerade zum Thema Comedy kommen, kommen wir zu einem der großen Meister der Comedy, nämlich zu David Zucker, wahrscheinlich eher weniger zu Ashton Kutcher und Tara Reid. Yikes, aber ich habe tatsächlich ausschließlich wegen Zuckers Name und gut, Terence Stamp natürlich als großartiger Schauspieler ist ebenfalls durchaus eine interessante Sache wert, Empfehlung wert, aber habe ich dann um 1,20 Euro durchaus zugeschlagen. Ich fasse es eigentlich gar nicht, dass das alte deutsche Kinoplakatmotiv von dem Film noch primitiver und peinlicher aussehen konnte als das, was wir hier auf der DVD vorfinden. Ein Film aus dem Jahr 2003. Ich hatte nämlich die Schwierigkeit, wenn man Party-Alarm nicht zusammenschreibt, sondern auseinander, wie es ja hier mehr oder weniger das Alarm für Cobra 11 Automobil hier suggerieren würde, landet man bei einem Film von Jesse Lawrence aus dem Jahr 2012 unter dem Titel Party Alarm, geheiratet wird später, wo auch der Originaltitel The British Bride, Binde sich, wer kann, da sein könnte. Der erschien allerdings dann von Lighthouse und nicht von Universum Film. Der, den ich hier eben habe, ist der Party Alarm zusammengeschrieben. Finger weg von meiner Tochter, wobei man echt dazu sagen muss, dass auch die, dass auch David Zucker bzw. die ganzen Zuckerbrüder und auch Jim Abrams jetzt nicht mehr unbedingt die absoluten Garanten für großartige Unterhaltung sind. Ich meine, ich liebe natürlich die nackte Kanone oder die Reisen im verrückten Flugzeug, auch die ganzen unbekannteren bzw. weniger guten Filme mit ach ja, hier der klassische Leslie Nielsen-Verschnitt, fand ich eigentlich immer relativ cool, aber was sie bei Scary Movie aufgeführt haben, fand ich damals schon. Ach ja, hier das Motiv, das auch als altes deutsches Kinoplakat damals verwendet wurde.
Fand ich schon damals nie besonders gut, von daher wird das auch ein Film sein, den ich wahrscheinlich am ehesten nur nebenbei schaue, weil eines muss man schon sagen, ich persönlich liebe ja schlechte Filme und egal wie schlecht ein Horrorfilm, ein Actionfilm oder sonst irgendwas ist, man kann meistens noch ein kleines bisschen Spaß haben, anders allerdings als bei einer schlechten Komödie. Da ist es dann, wenn die Gags nicht zünden und wenn das Ganze einfach schlecht ist, am Ende des Tages nur peinlich, und das habe ich zuletzt mit Schauern mitbekommen bei dem sogar von den Farrelly-Brüdern inszenierten Streifen Unzertrennlich. Ein wirklich unsäglicher Film, wo, apropos Säge, hätte ich eine Säge in meiner Nähe gehabt, wäre die DVD definitiv sehr wohl was Zertrennliches gewesen. Pfui, das war unschaubar. Aber wir können dann einmal zu einem nächsten Film kommen, der hoffentlich für mich sehr wohl schaubar ist. Ich meine, wir haben mit Leuten wie Julia Roberts, David Duchovny und einigen anderen auf der einen Seite einen richtig interessanten Cast. Wir haben auf der anderen Seite mit Steven Soderbergh auch einen interessanten Regisseur bzw. eine Handlung, die mich persönlich ja wirklich interessiert, weil ich mag einfach Filme über das Filme machen und ich hoffe, dass es im Endeffekt, weil das kann man ja bei Hollywood-Produktionen nie wirklich 100% sagen, Chili Palmer hat den Film in der OFDB mit großartigen 2 von 10 kritisiert. Yikes, wo ich einfach nur hoffen würde, dass es vielleicht dann doch ein bisschen mehr um die Traumfabrik und um das Filme machen und so ein bisschen mit Augenzwinkern hinter die Kulissen blicken geht, wie zum Beispiel bei Bowfingers große Nummer. Wenn dem so wäre, wäre ich dann am Ende des Tages natürlich happy, aber keine Ahnung, was ich da tatsächlich zu erwarten habe. Was ich ebenfalls nicht erwartet hatte, weil das wären eigentlich eher so Sachen, wo ich so mehr oder weniger der österreichische Nationalstolz es einem eigentlich verbieten müsste, so etwas wieder wegzugeben und zu verkaufen, nehme ich eben das klassische Kabarett, dieses Mal eben nicht die Auflagen aus der Best-of-Kabarett-Reihe. Ich bilde mir ein, dass wahrscheinlich auch diese irgendwann einmal im Rahmen von dieser Reihe veröffentlicht wurden. Aber ich habe da noch 2 Kabarett-Programme von dem wirklich absolut großartigen Josef Hader, den ja sicherlich einige von euch auch kennen als Schauspieler, der zum Beispiel bei der Wilden Maus oder eben auch den Brenner-Filmen natürlich die Hauptrolle gespielt hat, der allerdings in erster Linie bei uns sowohl als Schauspieler, aber natürlich eben auch als Kabarettist, wobei seine, das ist sicher nicht die Originalhülle in dem Fall, wobei es ist wirklich nur Werbung, was hier drinnen ist, also kann es auch gerne hier drinnen bleiben, als Kabarettist auf den Bühnen steht, der, glaube ich, allein deswegen schon der interessanteste österreichische Kabarettist ist, weil er nicht derjenige ist, der jedes Jahr oder zumindest jedes zweite Jahr irgendwie ein neues Programm hat. Oh nein, Josef Hader kann einzelne Programme einfach Jahrzehnte fast spielen. Ich glaube sogar komplett unverändert bis zu leichten Veränderungen. Und die Leute gehen einfach immer noch hin, schauen sich die Sachen teilweise sogar wirklich gerne mehrfach an, weil Hader einfach großartig ist. Und da habe ich mir gedacht, ich meine, das ist sogar eine Aufzeichnung aus dem Jahr 1994, damals war ich 6 Jahre alt und wäre persönlich sicherlich noch nicht ins Kabarett gegangen, wobei ich weiß, dass meine Kabarettleidenschaft relativ früh begonnen hat, ich glaube aber trotzdem erst im zweistelligen Alter. Das erste Programm, was ich damals gesehen habe, weiß ich noch, war Thomas Maurers Intensiv Damisch, das mir wahnsinnig gut gefallen hat, aber wie gesagt, auch Hader ist natürlich jetzt nicht so leicht zugänglich für den mehr oder weniger 12-jährigen Kabarettneuling, aber wenn man dann ein bisschen erfahrener ist in dem, was man da sieht, kann man sich das auf jeden Fall und sollte man sich das auf jeden Fall anschauen. Außerdem noch ein kleines bisschen für die Nostalgie-Schiene bei mir, die erste Staffel von Ladykracher, 13 Folgen, 213 Sketche, unter anderem mit Anke Engelke, mit Christoph Maria Herbst, wo offensichtlich sogar noch Audiokommentare von Leuten wie Bastian Pastewka, Heller von Sinnen mit dabei sind. Das finde ich auf jeden Fall extrem, extrem cool. Kannte ich damals aus dem Fernsehen, habe ich eigentlich versucht, nie eine Folge zu verpassen. Als Kind bzw. Jugendlicher, 2002 war ich ja dann auch 14. Das war irgendwie so genau mein Humor. Und deswegen dachte ich, das so als moderne Art der Zeitreise, ich meine, wundervoll, dass man auf dem Booklet dann mehr oder weniger auch einfach das Backcover nachahmt, dass das quasi jetzt einfach nur ohne die technischen Details genau das gleiche ist wie das äußere Covers, hätte man sich ja fast sparen können, wobei in diesem Fall gibt's hier dann die Episoden-Guides, wobei da halt einfach nur steht, dass, ja, wow, auf der ersten DVD 7 Folgen sind und auf der
zweiten dann 13. Das ja, ist jetzt nicht so überraschend, muss man sagen. Das hätte man auch ohne Einlegeblatt machen können, indem man es einfach auf die Disk schreibt. Aber so macht das Ganze natürlich für ein reines klassisches Keepcase auch etwas mehr her. Ist auf jeden Fall eine nette Sache, dass ich das wieder entdecken konnte. Aber die größte Entdeckung von diesem Einkauf bei der Carla, das sind definitiv die beiden Staffeln von 24 mit Kiefer Sutherland. Das waren ja DVD-Boxen, die haben damals, ich glaube, an die 100 Euro gekostet, wie sie rausgekommen sind. Waren demnach jetzt auch mit 4 Euro für die Carla entsprechend teuer angepriesen, aber wie gesagt, selbst 4 Euro ist ja quasi eigentlich der Preis, den man für 3 DVDs normalerweise zahlt, und da sind dann 6 bis 7 drinnen, also eh ein guter Deal, vor allem, weil es sich um die großartigen Erstauflagen im Digipack handelt, und da freue ich mich schon drauf, dass ich da jetzt mit euch diese auspacken und vor allem dann aufklappen darf. Mein Name ist Playzocker und das ist das härteste Intro meines Lebens. Und das habe ich mir in Wirklichkeit alleine selbst zuzuschreiben, weil ich mir vor ein paar Minuten gedacht habe, Zocki, du bist doch um so viel besser als der ganze andere Rest. Du hast es nicht notwendig, bei einer großartigen Serie wie 24, die du ja sogar gesehen hast, auf den offensichtlichen und direkt auf dem Silbertablett vor dir liegenden Eröffnungsgag zurückzugreifen. Du kannst kreativ sein und dir was Eigenes einfach... Oh. Ja, stimmt, da war ja noch was. Vor allem, weil ich das jetzt nicht einmal das erste Mal gemacht habe. Nein, bereits vor einigen Jahren, als ich gemeinsam mit Robert Auer das großartige Projekt Playzocker vs. Italophila gemacht habe, haben wir einmal ein 24-reskes Intro gemacht. Sogar mit diesen coolen Gegenschnitten und Bild-in-Bild-Funktionen, auf das ich wirklich wahnsinnig stolz bin. Wenn ihr da noch einmal reinschauen wollt, dann schaut euch das bitte in der Playzocker vs. Italophila Clips Playlist an. Aber für heute geht es tatsächlich einmal um die Originalserie. Die lief ja damals im Fernsehen. Ich weiß es noch, wie ich damals die erste Folge der ersten Staffel als Magazinbeilage, ich glaube sogar von der, von der TV Movie gesehen habe und mir relativ flott gedacht habe, boah, das wird eine geile Serie, und eine geile Serie es wurde. Insgesamt gibt es, glaube ich, 9 Staffeln oder 8 Staffeln davon plus Bonus und Remakes und Appendices noch und nöcher. Vor allem finde ich einfach, dass Kiefer Sutherland als Jack Bauer absolut großartig ist. Was allerdings zumindest nur etwa nur absolut groß war, das war der Preis der dann erfolgenden DVD-Auflagen. Und ich hatte damals so diese Angewohnheit, dass ich, wenn ich das Ganze schon im Fernsehen gesehen hatte, ich war ja noch ein junger, aufstrebender Sammler, wollte ich es nachher trotzdem einfach kaufen, obwohl ich es schon kannte, und hätte mir auch die Serie 24 gerne gekauft, wenn diese DVD-Box nicht einfach dermaßen schweineteuer gewesen wäre. Ich glaube, dass die 20th Century Fox-Serien damals mit, ich glaube, so 100 Euro pro Staffel ungefähr bepreist waren, und das war für mich in dem Alter einfach nicht leistbar. Jetzt habe ich das Ganze zwar gebraucht, wie man sieht, aber doch um 4 Euro bekommen, und da holt man es dann natürlich schon gerne in seine Sammlung. Das Ganze passt hier, finde ich, auf den Spine so quasi ansatzweise zusammen. Ich fand es ja eigentlich immer relativ wild, dass es da zwischen den amerikanischen und britischen Veröffentlichungen von den 24-Serien immer dermaßen riesige Unterschiede gegeben hat, was die Verpackungen betroffen hat, und dass da die amerikanischen nämlich genauso dann ausgesehen haben, wie dann letzten Endes die deutschen Versionen, dass allerdings für die britischen Versionen ein komplett anderes Grunddesign geschaffen wurde, das, wie ich finde, im direkten Vergleich mit den amerikanischen Fassungen auch um ein Vielfaches billiger ausgesehen hat. Ich kann ja an der Stelle ganz kurz einmal den direkten Vergleich holen und hier im Video noch herzeigen. Das hätte man natürlich auch gut vorbereiten können. Glücklicherweise bin ich nur YouTube-Unboxer und nicht jemand, der mehr oder weniger beim CTU um Terrorbekämpfung, bei Terrorbekämpfung arbeitet, weil da würde man so wahrscheinlich nicht wahnsinnig lang überleben. Aber während wir eben in Amerika beziehungsweise dann auch bei uns dieses Design vorgefunden haben, wo offensichtlich
das Logo und so weiter dann mit der ersten Staffel geändert wurde, aber wir halt eben, hoppala, dieses wundervolle Aufklapp-Digipack-System hatten, das nach rechts geöffnet war, hatten wir dann in England ein anderes System, nämlich einen nach oben offenen O-Card-Schuber, wo allerdings die Cover-Artworks und Designs meiner Meinung nach jetzt um ein Vielfaches einfach billiger ausgesehen haben, obwohl das Ganze dann trotzdem ein schönes, komplettes Digipack war. Also bis sich dann Fox dazu entschieden hat, das Ganze komplett zu ändern, den Schuber plötzlich nach links aufgehen zu lassen und nur mehr ein Digistack zu ändern. Ich weiß nicht, ob das erst wirklich mit der Staffel 5 hier passiert ist oder bereits mit der Staffel 4. Die habe ich nämlich eben als britische Version nicht in der Sammlung, weil ich davon ja die amerikanische Fassung habe. Das ist jetzt eben mit Ausnahme von den vorher gezeigten, nämlich Staffel 1 und Staffel 3, Episode 1 Magazin-DVDs, mein komplettes 24-Archiv gewesen. Und jetzt, als ich eben die Möglichkeit hatte, da das Ganze zu erweitern, habe ich einfach einmal zugeschlagen. Und das schauen wir uns jetzt auf jeden Fall einmal an, was uns 20th Century Fox damals bei der ersten Staffel geboten hat. Da haben wir nämlich das klassische Seriendesign, das damals auch verwendet wurde, natürlich massiv als Marketing für die Serie, finde ich eigentlich relativ interessant. Dieses eigentlich nur stilisierte Gesicht von Kiefer Sutherland, natürlich eben mit den klassischen binären Computercodes hier im Hintergrund, dass das Ganze eben auch schon ein kleines bisschen technischer erscheinen lässt. Dazu bekamen wir hier eben noch das alte 24-Logo, beziehungsweise in dem Sinne eine Art, naja, also ich will es jetzt nicht Wendecover nennen, ich meine, man kann grundsätzlich, aber ich nenne es einfach irgendwie nur Kreativitätsarmutscover, dass wir hier auf beiden Seiten dasselbe Motiv haben. Das lag allerdings auch daran, dass wir die zweite Version von diesem Motiv eigentlich gar nicht gesehen hätten, weil uns eben 20th Century Fox hier auch dieses Backcover serviert hätte. Da bekommen wir dann eigentlich überraschend wenig Informationen. Man dürfte bei Fox damals sehr überzeugt von der Serie gewesen sein, weil außer einem weiteren Bild von Kiefer Sutherland, den Discs und den technischen Details ist hier nichts zu lesen. Nichts von Jack Bauer, der CTU, irgendeinem Anschlag auf den Präsidenten oder sonst irgendwas. Nein, nein, man ging offensichtlich davon aus, dass jeder, der irgendwo in ein Geschäft geht, weiß, was 24 ist. Diesen Mut hätte ich ehrlich gesagt auch gern. Aufgeteilt ist diese Staffel auf insgesamt 6 verschiedene DVDs, die in einem quasi korrekten Digipack sind, nämlich eben einem, wo nicht 2 Discs übereinander liegen, sondern wo jede Disc ihr eigenes Tray hat. Wie geil ist das? Das ist etwas, wie ich damals das Set von der 4. Staffel bekommen habe, für mich war das so eine Genugtuung, einfach dieses Set auf einem Tisch auszubreiten und irgendwie diese Länge und diesen Umfang von dieser Serie und dieser Serienstaffel dann auch so richtig spüren zu können. Wir bekommen dann da natürlich die Bilder von den Hauptcharakteren. Das Ganze nicht als durchgehendes Motiv aufbereitet, sondern eben wirklich einzelne Bilder, aber dafür mit einer ähnlichen Farbgebung, die wir hier haben. Beziehungsweise haben wir dann auf der ganz linken Seite bei dem einen Bild von Kiefer Sutherland hier das beiliegende Booklet. Dabei bekommen wir drinnen einerseits Informationen rund um die Serie, um die Besetzung. Es gibt natürlich eben auch die Episoden-Guides, insbesondere welche Folgen hier auf welcher Disc enthalten sind. Das ist ja meistens zum Glück relativ leicht zu berechnen, weil standardmäßig sind es 4 Folgen pro Disc, beziehungsweise dann halt eben auf der letzten Disc der letzte Rest, wie viel halt noch übrig geblieben ist, wobei manche Labels dann manchmal auch gerne, wobei bei 6x4 ist 24, hätte sie eigentlich ganz gut aus, manchmal auch 5 Folgen auf eine Disc geklatscht haben, was finde ich dann allerdings der Qualität nicht unbedingt zuträglich war. Was ich allerdings damals bei 20th Century Fox, ich liebe es, wenn ich mal halber die Hände ausrenken, die Arme ausrenken muss, wenn ich das Ganze hier aufstellen möchte, bei 20th Century Fox für mich bereits bei den Keep Cases immer ziemlich geil war, dass eben die Disc Artwork so wundervoll in diese durchsichtigen Keep Cases integriert waren, dass man eben
ein durchgehendes Design hatte, egal ob die Disk jetzt eingesetzt war oder nicht. Und das ist natürlich so quasi etwas, das per Definition prädestiniert ist für so ein Digipack, das nämlich eben halt hier wirklich diesen CinemaScope-Look und diese CinemaScope-Optik bietet. Das finde ich persönlich absolut großartig, eben wie bei Serien gewohnt, immer ein Charakter pro Disk, ein Charakter pro Flügel. Das sind dann so quasi diese Charakterkarten, die man teilweise eben auch extra dann noch als Goodies dazu bekommt. Ganze hier interessant mit diesem außen angebrachten Flügel für das Booklet. Das geht sich da leider nicht ganz so aus. Deswegen muss ich dieses Ding hier quasi so einschlagen und einarbeiten, dass das in der Verpackung bleibt. Aber meiner Meinung nach eben nicht nur für Serien, sondern generell, ich liebe klassische Digipacks, und die von 24 sind ehrlich gesagt mit auch welche, die ich schon seit jeher geschätzt habe. Ich weiß, dass es auch zu diese silbernen Meisterwerke von Stargate, wenn ich die irgendwann einmal zu akzeptablen Preisen bekomme, möchte ich die auch unbedingt in meiner Sammlung haben. Beziehungsweise hat Fox dann, glaube ich, auch noch zu Buffy oder Angel als Erstauflage oder Akte X diese wundervollen Erstauflagen Digipacks gehabt, die ich irgendwie über kurz oder lang dann als Digipack-Fan und Serien-Fan irgendwie in meiner Sammlung haben möchte, auch wenn ich eben aktuell kaum Zeit für Serien habe und deswegen weitestgehend bei den Filmen bleibt. Aber wie gesagt, 24 ist eine großartige Serie, war damals in den 2000er Jahren definitiv eine meiner Lieblingsserien, und ich habe ganz ehrlich, alleine durch diesen Zufallsfund, dass ich bei dieser Kala war und eben reduziert diese Digipacks bekommen habe, einfach Bock drauf bekommen, mir die Serie noch einmal anzuschauen. Und das ist, finde ich, irgendwie die Magie des Sammelns, die ein Streaming niemals reproduzieren wird können. Und ich freue mich schon drauf, sollte ich irgendwann einmal wirklich die, naja, dann am Ende des Tages doch 9000 oder fast 10.000 Minuten übrig haben, um mir die Serie noch einmal zu gönnen. Wenn es eines gibt, das bei einer Fernsehserie wichtig ist, dann, okay, wahrscheinlich die Tatsache, dass nicht nur die erste Staffel gut ist und die anderen Staffeln dann irgendwie so mau hinterher hinken, oder beziehungsweise, dass dann, wenn sich der Hauptdarsteller mit den Produzenten überworfen hat, man einen komplett neuen Hauptdarsteller nimmt, der dann für 4 Staffeln, die sich aber anfühlen wie 20 Staffeln, noch irgendeinen Blödsinn abliefert. Nein, darum geht's eigentlich gar nicht. Für mich geht's als Sammler natürlich mehr darum, dass das Ganze ein einheitliches Bild im Regal macht und dass man nicht beispielsweise, wie es Warner damals gemacht hat bei den Serienveröffentlichungen von Without a Trace, die erste Staffel bringt mit 4 Standard Keep Cases im Schuber, dann mit 4 Slim Keep Cases im Schuber und dann die dritte Staffel mit 2 Doppel Slim Keep Cases im Schuber und quasi die ersten 3 Staffeln unterschiedlicher nicht aussehen können. Und das war eine absolute Katastrophe für jeden Sammler, der auch nur ansatzweise geringfügig Wert drauf legt, dass eine Serie im Regal ansatzweise passend aussieht. Und auch hier kann ich einmal ganz kurz in mein Regal gehen, um euch das am Live-Beispiel zu demonstrieren. Auch hier natürlich die Option, das Ganze vorher vorzubereiten, aber nachdem die Designabteilung von Warner das nicht gemacht hat, warum zum Teufel hätte ich das machen sollen? Ja, so sehen die ersten 3 Staffeln von Without a Trace nebeneinander aus. Von dem Designer, sollte ich ihn jemals in die Finger bekommen, würde wahrscheinlich auch nachher jede Spur fehlen. Grundsätzlich nämlich interessanterweise auf dem Frontcover sieht das Ganze relativ einheitlich aus, und es würde ja auch einfach passen, hätte man nicht plötzlich einfach die Verpackungsform jeweils geändert. Dickes Keepcase, dünnes Keepcase, doppeldünnes Keepcase. Ja, natürlich hat sich das Ganze im Laufe der Jahre geändert, aber sowas könnte man irgendwie einfach einplanen. Genauso wie sich 20th Century Fox vielleicht bei den DVD-Veröffentlichungen von 24 irgendwann einmal denken hätte können, dass es vielleicht nicht unbedingt die zweite Staffel der beste Moment ist, um bereits das Logo zu ändern. Gut, man hat das Logo dann natürlich weitestgehend beibehalten, und hier dann, ich meine, gut, in dem Fall vergleiche ich jetzt eine deutsche mit einer amerikanischen,
englischen DVD. Das ist jetzt natürlich nicht ganz so leicht, aber man weiß ungefähr, worauf ich hinaus will. Bis dann natürlich die Serie so lang gelaufen ist, bis das Ganze dann später auf Blu-rays fortgesetzt wurde, beziehungsweise man die Digipack sowieso komplett vernachlässigt hat. Und wenn man dann allerdings noch so wie ich damals ein relativ ressourcenschonender Sammler war, der eben überwiegend auch aus England eingekauft hat, weil die Staffelboxen dort natürlich einerseits wesentlich günstiger waren. Gut, sie sahen auch, muss man ja zugeben, wesentlich günstiger aus in diesem Fall. Aber natürlich dann auf den Spines wiederum relativ nett einheitlich waren, halt für sich genommen, bis man dann halt eben die Verpackung geändert hat. Und dann hat das Ganze dann auch schon wieder nicht mehr ganz so gut zusammengepasst. Das ist aber auch nur ein Teil von den Punkten, die ich jetzt ansprechen möchte. Denn was für mich als Serie Sammler dann auch wieder relativ cool ist und vor allem bei der Serie 24 recht interessant ist, ist, dass man eben keine Mondpreise dafür zahlt. Denn wie die Serie damals eben im deutschsprachigen Raum gestartet ist, hatten ja die ersten Staffeln im Digipack so an die 100 Euro gekostet. Ich persönlich hatte dann allerdings eine nette Spenderin aus Amerika, die mir tatsächlich die vierte Staffel kostenlos geschickt hat. Ich habe, ich glaube, das Ebay-Schnäppchen meines Lebens damals gemacht bei der dritten Staffel, die ich, und ich weiß es noch, um 4,28 Euro ersteigert habe bei Ebay und mir wochenlang gedacht habe, das wird niemals ankommen. Niemals wird dieser Verkäufer quasi diese Schmach eingestehen und das wirklich losschicken. Dieses Paket wird halt einfach am Postweg verloren gegangen sein. Aber nein! Plötzlich, irgendwann einmal, war es da und ich habe mich gefreut und der Zustand war eigentlich auch relativ okay. Aber wie gesagt, bei Serienveröffentlichungen ist es natürlich irgendwie schwer, diese Einheitlichkeit ganz besonders gut aufrechtzuerhalten, wobei es mir ja persönlich schon fast irgendwie reicht, wenn man es am Ende des Tages ein bisschen besser hinkriegt als Yikes Warner. Aber zum Beispiel auch bei 20th Century Fox, wenn man sich hier die ersten beiden Staffeln von 24 ansieht, haben wir es ja hier auch grundsätzlich mit einem komplett anderen Digipack-Typen zu tun. Bei der ersten Staffel noch mit diesem Eingriff, auf den hat man dann bei der zweiten Staffel verzichtet. Man hat das andere Logo auf dem Spine, man hat einen anderen Season-Titel-Schriftzug, das Ganze ist ein bisschen dicker und das ist jetzt für mich einer der größten Unterschiede. Das Digipack geht auf der anderen Seite zu. Das fällt natürlich recht wenig auf, wenn man es so aneinander stellt. Blöderweise stehen sie standardmäßig natürlich so aneinander, wo man es dann etwas deutlicher merkt. Dazu sieht man zum Beispiel auch noch, dass die Digipacks nicht genau gleich hoch sind. Nämlich die Höhe in dem Fall fast ein bisschen mehr stört als die Breite. Die Breite ist ja tatsächlich dadurch vorgegeben, dass die zweite Staffel eine zusätzliche Disc hat. Und während wir jetzt eben hier auf bei der ersten Staffel Kiefer Sutherland von vorne gesehen haben, sehen wir ihn jetzt dann da in der auf der zweiten Staffel quasi immer noch mit diesen 0 und 1 in seinem Gesicht, aber als Seitenprofil, so quasi das, was wir ja als Schattenschnitt wahrscheinlich alle in der Schule irgendwann einmal von unserem Gesicht machen mussten und uns unseren Eltern schenken mussten, was die dann kommentieren mussten. Mit, oh wow, ich freue mich so, weil ich deine Fresse ja nicht eh sonst den ganzen Tag sehen müsste. Naja, auf jeden Fall ist der nächste große Unterschied der, dass während bei der ersten Staffel das Backcover eben genau gleich war wie das Frontcover und wir die Informationen zur Serie, die ja eigentlich nur bestand aus einem weiteren Bild von Kiefer Sutherland, auf einer Backcover-Karte haben, wurde diese Backcover-Karte jetzt hier auf das Digipack von der zweiten Staffel auch gleich direkt aufgedruckt. Dieses Mal bekommen wir tatsächlich Informationen, scheinbar war sich Fox jetzt nicht mehr ganz so sicher, ob die Leute nicht nach der ersten Staffel alle schon wieder komplett vergessen haben, was 24 eigentlich ist, aber wir bekommen eine Inhaltsangabe, wir bekommen dann noch die Informationen rund um diese Staffel und das Bonusmaterial, so ist zum Beispiel eben auch eine Extended-Version mit drauf und mit dabei, haben dann hier die klassische Aufmachung, beziehungsweise können wir jetzt einmal dann einen Blick auf das Digipack werfen und da bin ich jetzt ganz besonders gespannt, das Ganze ist quasi mit derselben Farbgebung ähnlich gemacht wie das von der ersten Staffel, nur aber da ist das Digipack von der zweiten Staffel grundsätzlich ein bisschen heller ausgefallen und eben mit einer siebenten Disc mehr. Dazu bekommen wir dann übrigens dieses Mal nicht nur, wenn ich das jetzt einmal hier herzeige, wir schauen uns das Ganze dann eh noch einmal im Detail an, keine Sorge, haben wir zusätzlich zur siebenten extra Disc auch noch einen achten extra Flügel dann für das Booklet. Der war ja quasi bei der ersten Staffel auch einfach auf den Rücken von einem anderen DVD-tragenden Flügel untergebracht. Da hat man offensichtlich wirklich das Digipack-Konzept noch weiter ausgeweitet, was ich persönlich natürlich ziemlich cool finde. Dabei gibt's an der Stelle dann wiederum
die Informationen zu dieser Staffel. Es gibt auch an der Stelle wieder die Episoden-Guides. Diesmal nicht eine Doppelseite pro Disc, sondern nur eine einzelne Seite. Dafür bekommen wir dann, was ich immer relativ cool finde, sind diese Autor- und Regie-Credits, die bei Serien ja eigentlich auch durchaus interessant sind. Aber in dem Fall eben auch die Informationen rund ums Bonusmaterial. Und das finde ich natürlich ganz besonders cool. Offensichtlich haben wir hier was es hier auf jeden Fall, ich meine, abgesehen davon, dass man Szenen, 22 Szenen, ja, toll, dass man das Korrektur gelesen hat. Offensichtlich gibt es hier natürlich die ganzen Deleted Scenes, die allerdings, irgendwo steht da nichts mit einer Extended-Version wie auf dem Backcover, vielleicht haben es damit die Extended Scenes gemeint, ich weiß es nicht. Aber schauen wir jetzt dann einmal einen Blick auf die äußere Seite von diesem Digipack, und dadurch, dass das Ganze noch einmal 8 Flügeln weiter ist als das Digipack von der ersten Staffel, muss ich mich diesmal schon wirklich verrenken, dass ich euch das durchgehende Digipack, das nämlich in dem Fall nicht nur einfach irgendwelche Charakterbilder zeigt, sondern weitestgehend durchgehend gestaltet ist, natürlich in dem Fall diese beiden Flügel ausgenommen, weil das sind ja quasi die außenliegendsten, die man als erstes sieht, wenn man das Digipack dann aus dem Schuber nimmt. Natürlich, dass die ein bisschen da aus der Form schlagen, beziehungsweise haben wir dann hier die ganzen verschiedenen Charaktere. Das ist natürlich wirklich so schwer vor einer Kamera zu präsentieren, aber wenn man es dann irgendwie schafft, das Ganze hier ins Bild zu rücken, finde ich, präsentiert sich uns hier ein absolut atemberaubendes Bild, mehr oder weniger fast so ein Gang in eine kleine Schatzkammer, wenn man das irgendwie so umreißt. Aber wir bekommen natürlich dann eben auch jetzt hier bei der zweiten Staffel, und ich muss das irgendwie auf der rechten Seite so schneckenhausmäßig einschlagen, damit ich das darstellen kann. Auch hier wieder, wie von 20th Century Fox gewohnt, haben wir dasselbe Design auf der Disc und darunter liegend, sodass diese Motive immer wirklich schön fortgesetzt werden, mit jeweils 1 bis 2 Charakteren auf den Discs, natürlich auch direkt auf der Disc bedruckt, welche der Folgen hier drauf sind. Das passt natürlich bei einer Serie dann auch immer ganz besonders. Beziehungsweise kann man sich das einmal wirklich anschauen für die insgesamt 7 Discs. Das ist ein massives Drum, dieses Set. Kann ich mir natürlich ganz gut vorstellen, dass sie damit dann irgendwann einmal aufgehört haben, weil das ist natürlich schon ein unglaublicher Produktionsaufwand. Allein wenn man sich denkt, was das Zeug wiegt und wie viel Plastik bzw. Papier da in dieses Set geflossen sind, dann sag ich natürlich, dass es natürlich das absolut wert ist. Das aber natürlich für ein Label, das einerseits einen Produktionskostenaufwand, Transportaufwand und so weiter bedeutet, wo man dann einfach irgendwann einmal ganz besonders flott diesen Sprung gemerkt hat zwischen den größeren Labels, ist das physische Medium halt einfach nichts mehr wert. Da hat dann ja sogar Fox nur mehr ihre Serien einfach in irgendwelchen Alpha-Cases, einfach nur mehr die Discs in irgendeine Plastikhülle gefetzt. Das ist halt bei weitem nicht so wertig und so ansprechend wie das, was wir hier in einer wunderschönen physischen Verpackung sehen. Und ja, damit bleibt mir eigentlich wirklich nicht mehr, als zu hoffen, irgendwann einmal auch eine Chance zu haben, diese anderen klassischen, massiven Digipack-Cases in meine Sammlung aufnehmen zu können, sollten sie mir irgendwo in der freien Wildbahn zumindest zu einem leistbaren Preis begegnen, werde ich das definitiv nachholen. An der Stelle werde ich allerdings einmal schauen, dass ich lieber zuerst wieder in einen Zustand komme, dass ich mehr machen kann, außer hier ein bisschen in die Kamera husten, beziehungsweise sonst den ganzen Tag vorm Fernseher zu sitzen. Aber ich habe mich auf jeden Fall an der Stelle wieder gefreut, dass auch ihr diesen Sonntagabend mehr oder weniger vor dem Glotzodorum verbracht habt und euch mit mir hier das angesehen habt, was in meinem Briefkasten frisch angekommen ist. Das war das Sammlungsupdate von dieser Woche. Eine Menge an interessantem Rezensionsmaterial für den Blu-ray-Check nächste Woche an. Andererseits natürlich eben auch die Dinge, die ich von Amazon.com ersetzt hatte, beziehungsweise wieder eine relativ preisgünstige Shopping-Tour. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, würde mich sehr freuen, wenn wir uns im Laufe der nächsten Woche dann wieder mal hier auf meinem Kanal sehen. Es wird natürlich, sollte irgendwas Frisches bei mir landen,
wieder Mystery-Unboxings geben. Ich hoffe, dass ich bald wieder entsprechend fit bin, dass auch die Blu-Ray-Checks zeitgemäß veröffentlicht werden können. Dass es am Donnerstag eine neue Folge Depp und Deppert gibt, das ist sowieso standardmäßig mehr oder weniger Vorschrift. Aber selbst wenn euch das alles nicht interessiert, würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns allerspätestens in exakt einer Woche hier auf meinem Kanal wiedersehen. Denn Sonntag 17 Uhr gibt es dann die nächste Ausgabe vom Sammlungsupdate. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet und sagt bis dahin, ciao! Und bleibt ihr im besten Fall gesund.